Wie viele Sefs braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? 2. Einer, der die Glühbirne wechselt und ein anderer, der FNAF spielt. Hallo! Ich bin's. Der Typ, der seine Fruchtzwerge nicht gegessen hat. Leute, habt ihr nicht auch so irgendwie heute so dieses Feeling? So wonderful, wonderful life. Nee? Ich auch nicht. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich einfach noch irgendwie ein bisschen was brauche, um das Intro etwas länger zu ziehen, ja? Um den Content ein bisschen zu strecken. Wenn mir doch nur irgendwas einfallen würde, was das Tier ein bisschen ausfüllt. Mann, früher warst du besser. Doch nicht schön. Dazu kann ich nur sagen... Halt! Was ist das? Dann kommt er nach Wochen wieder und schreibt, wann und wieso habe ich das geschrieben? Ja, Leute, von mir kommt er niemals los. Könnte doch daran liegen, dass er kurz mal ins Büro für Personalangelegenheiten geschickt wurde. Personalangelegenheiten, die finden in Horrorgames meist im Keller statt. Ja, und keine Sorge, ihr seid ja auf meinem Kanal, das heißt, es geht garantiert irgendwann wieder abwärts. Aber heute schauen wir uns zunächst mal Memory Leak an. Ist zwar kein Horrorgame, hat mir in einem der letzten Videos aber ein freundlicher Kommentator vorgeschlagen, meint, dass ich mir das unbedingt mal anschauen muss. Und ich bin ja ein Fan von so experimentellen Sachen mit guten Ideen und ich glaube, das könnte passen, denn er meinte so, das Spiel ist das Menü. Also das Game besteht quasi... aus dem hier. Was auch immer ich mir da vorstellen soll, aber ich fange einfach mal an. Let's go. Oder so. Ich bin mir nicht sicher, was ich mache und was hier jetzt überhaupt gleich passiert, aber ich bin frohen Mutes. Irgendwas scheine ich richtig gemacht zu haben. Ach so. Ja, verstehe. Also wie so ein kleiner Plattformer. Yo. Boah, damit könnte man coole Sachen machen. Warte jetzt mal ab. Ich bin sehr gespannt. Okay. Jetzt komme ich hier ran, oder was? Okay, ich muss immer also den Startbutton erwischen. Ich glaube, den Sprung schaffe ich nicht, oder? Nee, kannst du vergessen. Okay, warte mal. Nichts quitt. Ah! Oh, das ist clever! Oh mein Gott! Ist bloß ein kleines Minigame, aber... weiß nicht, vielleicht ist das lohnenswert. Ja, das ist Spaß, das interessiert mich. Wartet mal. Hä? Wie mache ich das jetzt? Moment. Kann ich die unabhängig voneinander klicken? Nee, das ist ja derselbe Button sozusagen. Ah, wenn ich das schnell irgendwie... Warte mal. Wenn ich das schnell wegklicke und dann... Moment. So geht's nicht. Nee. Ist viel zu knapp. Ui, so geht's. Oh, Alter. Nice. Das könnte aber knifflig werden. Ich fahre mal die Maus ein bisschen an den Rand. Option. Wait. Oh mein Gott, warte. Ach, lol. Boah, das ist übel smart, ey. Oh, ich liebe das. Warte, jetzt. Wie geil ist das bitte gemacht? Die Musik geht dann halt auch wirklich aus. Genial. Okay, cool. Mein Mauszeiger ist eingesperrt. Aber ich kann hier durchspringen, also meine Spielfigur. Das war nur eine Introduction, warte mal. Das ist jetzt hier ein neues System. Wir sind jetzt hier oben. Wie mache ich das jetzt? Warte. Kann ich da dran springen? Moment. Oh, geil. Okay, ja, und jetzt kann ich das hier ausfahren. Ah, ich verstehe. Wenn ich das... Ja, natürlich. Das ist derselbe Button. Oh, wie cool ist das bitte gemacht? Jetzt fahre ich mich hier drinnen nach oben. Boah, ich liebe diese Kreativität. Ich mag das einfach so gerne leiden. Das macht voll Fun. Gut, nächstes Rätsel. Also auf jeden Fall auf Quit. So, da komme ich hier zumindest rüber. Da ist noch der Optionen-Button. Ich bin mir nicht genau sicher, wofür. Warte mal, wir gucken mal hier. Ah. Ach so, mein Mauszeiger ist ja da eingesperrt. Ah, ich muss den da drücken, damit es da aufgeht, oder? Es kann ja eigentlich nicht anders sein. So. Die Frage ist, warte mal, der ist nach unten gerichtet. Ich schätze mal, ich muss ganz hier hinfahren. Also die Musik auf volle Lautstärke. Und dann kann ich da rüber. Ja, easy. Der glitscht so, der Button hier gerade. System Failure. Thanks for playing. Oh, das war's schon. Oh, schade. Ich meine, es hat gereicht. Vielleicht wäre es uns irgendwann zu lang. Aber so eine coole Idee. Es war für einen kleinen Game Jam so eine Einreichung. Also, top. Hat mir Fun gemacht.
So, und damit ihr noch auf eure Kosten kommt, habe ich mal eben Puppet Combo auf Wish bestellt. Wir spielen Lights, Camera, Slaughter. Klingt komisch. Ist aber so. Und machen das Video damit zu einer brandneuen Episode von Ein Klick, zwei Spaß, dem einzigen Format auf YouTube, wo Trimax nicht dabei ist. Ich fahr einfach raus. Also es ist bloß die Demo, aber habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Ich hasse Nachtschichten hier. Also diese geballte Motivation, die ist echt herzerfrischend, sage ich euch. Es gibt keine 911-Calls so spät mehr. Jeder ist zu Hause und ich bin hier ebenso einsam. Ich meine ernsthaft. Letzte Nacht hat mich Mrs. Jenkins angerufen und hat mir was von ihrer Katze im Baum erzählt. Manche Leute haben echt kein Leben. Genauso wie die Nerds, die Videogames spielen. Meint ihr, der redet über uns, Leute? Hört sich fast so an. Aber genug der Beschwerde. Ich sollte mir ein Wasser machen und meine Schicht begehen. In Wasser, Alter? Okay, gut. Fang nicht gleich mit dem harten Stuff an, ja? Auch wenn du einmal dabei bist, kannst du noch das Wasser nehmen und es vielleicht in die Kaffeemaschine kippen. Dann wird eventuell mehr draus. Vor allem schöner Abend. Ich kann aus Erfahrung reden. Ich kann mit Objekten interagieren, indem ich den E-Button darauf halte. Das sag ich mir auch immer, jedes Mal, wenn ich aus dem Bett steige. Okay, dann also hier, oder was? Ein Cup von Wasser? Ja, muss ich wahrscheinlich. Die gute alte Kantentasse, die habe ich mir eben mal aus der Arschtasche gezogen. Okay, am Start, würde ich mal meinen. Also, da ich jetzt meinen Drink habe, kann ich auch Anrufe entgegennehmen, die reinkommen. Ich denke, es kommen keine rein. Was? Ich muss einen Tisch finden mit dem roten Telefon. Das ist wahrscheinlich mein Arbeitsplatz. Da steht auch ein Wasserspender. Wieso bin ich denn dann hier hingelatscht? Alright, ist okay. Boah, diese sich verziehende Optik, ey. Kann man das irgendwie ausstellen? Nee, ne? Ist ein 80s-Slasher-Game. 1980, da waren noch keine Menüs erfunden, ja. Und 2021 macht man Spiele aus Menüs, ja. So schließt sich der Kreis wieder. In Ordnung. Hier muss ich vermutlich hin. Ich kann diesen Computer benutzen, um die Anrufe entgegenzunehmen. Die ja nicht reinkommen, außer von Mrs. Jenkins. Ja, hinsetzen. Ah, und der Hochspannung frönen, würde ich sagen. Okay, gut. Wenn ich die Anrufe annehme, dann sollte ich mehrere Fragen stellen, um so viele Informationen wie möglich aus den Leuten herauszubekommen. Verstehe. Und jetzt kommt vielleicht noch die Idee mit der Kaffeemaschine zum Einsatz, ja? Um etwas die Zeit zu überbrücken, bis es ja tatsächlich losgeht. Nevermind. Moin, Meister. Hallo, bitte helfen Sie mir. Ich brauche die Feuerwehr. Okay, beruhigen Sie sich. Was geht ab? wo sind Sie? Wir schicken Sie gleich. Das ist normalerweise, was ich sagen würde, aber es geht ja darum, Infos rauszukriegen. Es wurde mir ja gesagt. Also, was ist los? Hier ist ein heißes Babe und sie... Oh Gott, bitte nicht. Warum ist das immer so cheesy bei solchen Spielen? Sir, diese Leitung ist bloß für Notfälle. Ich halte es mal professionell. Fucker me? No, fucker you. Fucker you. Was für eine Zeitverschwendung. Ja, genau. Gib's ihm, Alter. Habe ich meinen Job gerade mal so gerettet und habe den nicht beleidigt. Auch wenn er es verdient hat. Wobei, das war schon recht unterhaltsam. Also wenn nur solche Anrufe, immerhin besser als die von der Katzenlady, oder? Darth Vader, sind Sie's? Wer ist da? Brauchen Sie Hilfe? Das frage ich mal. Wieder keine Antwort. Sir? Ma'am? Was weiß ich, Alter? Von mir aus ein Sir. Kann er selber wissen. Hallo? Was ist falsch bei Ihnen? So ungefähr laufen meine Anrufe mit meinen Großeltern auch immer. In Ordnung. Ein anderer Prank-Anruf. Großartig. Anruf vor allem. Naja, dann. Also es kann ja immerhin nur besser werden, oder? Ist das meine Maus? Oh mein Gott. Oder ist es als Ziegel vom Dach gefallen? Man weiß es nicht, Alter. Hallo? Ich möchte eine Störung melden. Sir? Miller & Son Schlachthaus. Na, freilich. Wo auch sonst. Bitte beeilen Sie sich. Können Sie sehen? Wen eigentlich sehen? Also Einbruch wahrscheinlich oder sowas. Was ist passiert? 4 Kids sind in das Schlachthaus gegangen. Ich kann ihre Schreie hören. Oh Gott. Die haben mit dem Entwurster gespielt. Okay, die Polizei kommt. Machen Sie sich keine Sorgen.
Beeilen Sie sich. Jaha. Okay, wow. Fahr ich jetzt dahin oder? Nee, ich schick wen. Perspektivwechsel. 2. Juli 1990. Officer M. Andrews ist verschwunden bei einem Auftrag im Muston Lake-Bereich. Oh, zuletzt wurde er, oder sein letzter Aufenthaltsort war Miller & Sons Schlachthaus im Norden des Flusses. Sein Körper wurde gefunden, aber er war zu verschlümmelt, um ihn zu identifizieren. Das hat mein Arzt letztens auch zu mir gesagt, nachdem ich vom Ultraschall gekommen bin. Spezialisten haben gesagt, er wurde zerhackt mit einem Hackmesser. 16 Inches lang und mit ziemlich viel Kraft, Alter. Aber irgendwer hat Mr. Andrews nicht gemocht, würde ich mal jetzt so schätzen. Die Waffe wurde nie gefunden. Ja, also... Ja, Wayne, Alter. Okay, Mr. Andrews hat auf den... Ja, er wurde geschickt, um da diese Störung da zu untersuchen und wurde wahrscheinlich niedergestreckt, als er versucht hat, das Gebäude zu betreten. Alles klar. Nur er kennt die wahre Geschichte. Und jetzt auch wir. Aber wir sind ja unter uns. Okay, ich bin angekommen. Dispatch, hier ist Andrews. Ich bin an dem Ort des Geschehens angekommen. Es gibt ja keine Sicht von irgendjemandem weit und breit. Du stehst ja auch mitten im Wald, Alter. 10-4, Andrew. Mr. Jenkins. Ist das der Mann von der Katzenfrau? Hat gesagt, 4 Kinder sind da reingegangen. Vielleicht wieder so ein Rave. Illegale Party, keine Ahnung, mit 4 Leuten. Wie langweilig, Alter. Was für Noobs. Okay, ich sehe mich mal oben nach Hinweisen und gehe in das Gebäude rein. Versuche da reinzukommen. Ich lasse Sie wissen, wenn ich irgendwas sehe. Andrews, bitte richten Sie Grüße an Ihre Frau aus. Wie lange hat sie noch? 3 Monate. Ich besuche sie heute im Krankenhaus. Ich werde Ihnen leicht weiterleiten. Vielen Dank. Oh nein. Um die ganze Angelegenheit noch ein bisschen dramatischer zu machen. Verstehe. Boah, Alter, die Grafik, ne? Ist unklar. So, ich habe schon einen Weg reingefunden. Man kennt's, die guten alten Schlachthäuser. Mitten im Wald, ne? So komplett vor der Zivilisation abgeschottet. Das ist immer so. Man muss ja, weißt du, die Kühlkette und die Lieferwege müssen ja kurz gehalten werden. Deswegen bietet sich das so an, nicht wahr? Ja, genau. Wie ist das Auto hier eigentlich reingekommen? Oh, gemütlich. Wetten, das ist so eines dieser Häuser, die von innen viel größer sind als von außen. Ich würde ja Gift drauf nehmen. Oh, komm. Aber ich habe das Gefühl, mich erahnt einen. Also, mich wird ein anderes Schicksal heimsuchen. Aha. Da geht's nämlich auch schon los. Gut. Johnny, jetzt! Und Johnny so am Tuschkasten. Bap, bap, bap. geile Typen, Alter. Störung. Over. Dispatch, können Sie mich hören? Verdammtes Signal, ich muss rausgehen und... Als ob du rausgehen kannst. Ja. One-Way-Door. Auch ein Weg zu sagen, dass sich die Tür hinter ihm verschlossen hat. Okay, er muss Verstärkung rufen, weil er hat blutige Hände gesehen. So, Sprinten und Flashlight habe ich bereits rausgefunden. Ist okay. Was haben wir hier? Irgendwie eine Fusebox. Ja, ich kann es nicht öffnen, es ist zu rostig. Okay. Wie meine Frau im Krankenhaus. Jedenfalls, was machen wir hier noch? Ugh, Alter. Was ist das denn für ein Schlachthaus? Ey, ich bitte euch. Verschlossen von der anderen Seite. Jo, der reißt fast die Tür ab, Alter. Okay. Immer Ruhe. Immer ruhig bleiben hier mit den jungen Pferden, ne? Diese Tür vermisst einen Türknauf. Hä, das hat sich bei der eben auch nicht gestört. Ich muss es finden. Guck mal, die sieht genauso aus wie die hier vorne. Der spinnt, Alter. Der spinnt ein bisschen. Wo soll ich denn hier einen Türknauf herfinden? Jetzt so... Oh, nee. Oh, bitte nicht. Oh, das ist ekelhaft. Dieser Geruch... Ja, kann ich mir vorstellen, Alter. Oh, nee. Oh, du sollst das nicht ausschlürfen, Alter. Der macht ja einfach mal die Schüsseln leer. Ich habe nichts gefunden. Ich habe mit meiner ganzen Zunge gesucht. Hier vielleicht dann. Wetten, es ist bestimmt immer das Letzte, wo ich gucke. Da bin ich aber gespannt. Ich meine, das kommt zumindest optisch Kaffee irgendwie am nächsten, aber...
Da hat ihn irgendwer versenkt. Boah, ich habe hier aus Versehen meinen ganzen Kaffee über meinen Tisch und meinen Bildschirm verteilt. Ist okay. Missing Handle, ja. Jetzt muss ich bloß noch die Tür finden, wo der passt. Die Auswahl, die ist nämlich reichlich. In Ordnung. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Der hat auch einfach so einen ganzen Werkzeugkoffer am Gürtel baumeln. So, rotes Telefon, ne? Dann kann ich anfangen zu arbeiten. Oh nein. Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Oh, da krieg ich gleich, Nun-Massacre-Vibes. Yo, das wäre ein geiler Jumpscare, überlegt euch das mal. Der Ventilator, der hier übelst Drasch macht, und der dreht sich um und hier ist irgendwas. Das wäre sehr effizient, das würde ich tun. So als, kleiner Tipp am Rande. Die versuchen ja echt Puppet-Combo ganz schön zu biten. Ich weiß nicht, ob ich das mag, aber gut. Das Spiel hat eigentlich einen ganz coolen Flair, also. Im Gegensatz zur Deutsch-Rap-Szene. Ja, wow, Alter. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich gehe hier einfach mal weiter. Haben jetzt mehrere Wege, als jetzt vier alternative Wege, die ich gehen konnte. Komm mal hier raus. Sag mir nicht, ich habe auf Anhieb was gefunden. Was ist denn das für ein Schlachthaus? Passt auf keine Kuhhaut. Kleiner Schlachthaus jetzt. Oh, Alter. Da ist ein Schild an der Tür. Lesen? Ja. Das wird das Letzte sein, was du von mir hörst. Eine flackernde Kerze auf dem Tisch. Eine goldene Träne. Es gibt nur Panik. In Ordnung, Alter. Der hat ein bisschen zu viel Berner Würstchen gefressen, Alter. Und ich lasse mich auch gleich mit Bacon umwickeln. Ja, ein rotes Draht. Okay, das ist fest. Aber hier fehlt eins, ne? Genau, ich muss das Gas ausschalten, sonst kann ich da nicht weiter. Alrighty. Dann schauen wir mal. Boah, ey, diese Gang ist übelst klaustrophobisch hier, das Spiel. Damn, dude. Oh nee, da blutet's. Hallo? Es ist übel ruhig. 1631? Das ist ein Code. Das ist für irgendwas ein Code. Oh, und hier ist das. Ah, hier ist ein Rad. Ah, alles klar. Nice, Alter. Spawnst einen Raum, hast die Lösung für alle Rätsel. 1631, okay, das muss ich mir mal merken. Ich hoffe, ich finde mich wieder zurück. Warte mal, ich muss hier. Hier lang. Genau. Und dann sollte ich eigentlich da weiterkommen. Also, sofern das ausreicht und ich das andere Rad nicht noch lösen muss. Hier, guck mal her. Die Spannung steigt, Leute. Ah! Endlich hat der Nebel aufgehört. Ich kann da durch, und zwar sicher. Okay. Die blanke Lebensfreude, der Mann. Wie geht's weiter? Boah, ey, ich weiß schon, warum das so ist. Ey, wenn einem hier was entgegenkommt, dann ist das echt schrecklich, Mann. Noch mehr Gas? Wait, what? Johnny, jetzt das Gas abstellen! Wir haben nicht mehr genug rote Räder. Oh, hier ist Keypad. Das war 1, 6, wait. 1, 6, 1, 6, 3, 1. Perfekt. Oh mein Gott. Oh no. Sag mal, bin ich eigentlich der einzige Police Officer, der hier jetzt so, also, oder finde ich meine lang verschollenen Kollegen hier wieder? Ah, grüß dich, Frank. Lange nicht gesehen. Es gibt drei Wege. Es gibt gruselige Geräusche und eine Kettensäge, eine Kreissäge. Was soll schon Schlimmes passieren? Ist es ein Labyrinth? Ach du Sch... Oh Gott. Ich komme hier nicht raus, ne? Ich wurde ja ermordet. Von wo denn? What?
Oh, irgendwas passiert. Wer hat mich gespottet? Oh, Alter, mach doch nicht so einen Stress. Ich geh doch wieder nach Hause, Alter. Gar kein Problem. Chill. Oh, no. Wo soll ich denn hier lang? Ich glaube, das ist gemacht, dass ich hier sterbe. Ich soll gar nicht rauskommen, oder? Und wer hat auf einmal den Bass aufgedreht? Alter! Der Caveman! Ich habe Feuer gemacht! Alright. Das war schon durchaus eine Erfahrung. Es war definitiv ein Spiel, das muss man sagen. Meine Güte, ja. Ja, ganz cool. Es war halt eine Demo. Es gibt sicherlich mehrere Rätsel da noch irgendwie in der Vollversion. Ist eigentlich ganz nice, muss ich sagen, aber interessiert mich jetzt vom Vibe und vom Feeling und von dem, keine Ahnung, von der Storyline irgendwie nicht so sehr wie zum Beispiel Bloodwash, was von Puppet Combo noch bald rauskommt. Das war irgendwie wesentlich cooler auch aufgebaut, aber gut, ja, kann ja nicht immer alles perfekt sein, aber Dankeschön fürs Zuschauen, Leute, ich hoffe, ihr hattet Fun. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Episode, im nächsten Video. Bis dann, haut rein und ein schönes Wochenende.